Hallo, hier ist Dennis. Ich habe mir einen Bericht bzw. eine Studie durchgelesen. Da ging es um die kontrollierte Aushärtung von Betonpflastersteinen. Und heute schaue ich mir mal das System Quadrix von Kaff-Kuring an. Und dazu fährt Dennis zur Firma Godelmann. Der Betrieb setzt voll auf Quadrix, denn hier steht nicht nur eine, sondern gleich zwei Anlagen. Während die eine läuft, befindet sich die andere noch im Aufbau. Für Dennis die Chance, einmal hinter die Kulissen zu schauen. Michael Kraft ist Geschäftsführer von Kaff-Kuring, dem Hersteller von Quadrix. Er nimmt Dennis mit in die heiligen, aber noch unfertigen Hallen. Das ist jetzt Quadrix. Unter anderem ist das jetzt Quadrix. Quadrix ist eingebaut in eine Regalanlage in diesem Fall, in diese neue Halle von der Firma Godelmann, in eine Regalanlage, die von uns geliefert worden ist. Und erzähl mal ganz kurz, was ist jetzt Quadrix genau? Quadrix ist ein Luftklimatisationssystem. Also besteht aus vier Komponenten. Das eine Komponent ist die Isolierung. Denkt man normalerweise nicht dran, ja, Isolierung ist sehr wichtig, damit wir kein Kondenswasser hier in der Kammer haben und damit wir Energiekosten so niedrig wie möglich haben. Wenn mein Haus nicht gut isoliert ist, kostet es mehr Energiekosten und es fängt an zu schimmeln. Genau, richtig. Allerdings so eine Anlage benötigt an Kosten 15.000 Euro im Jahr für die Produktion von Pflastersteine für so ungefähr 250 Tage im Jahr. Der zweite Komponent ist die Luftumwälzung. Die Luftzirkulation. Wir gewährleisten plus minus 1 Grad Celsius in diesem ganzen Raum. Normalerweise hat man unten 10 Grad kühler immer als oben, wenn man nicht so ein System hat. Und dann sind die Steine unten halt dunkler in der Farbe als oben. Ja? Und die Steine sind nicht so fest. Und das heißt, wenn man die später strahlen möchte, sind die Steine unten weicher als die oben und geben ein ganz anderes Strahlbild ab. Okay, das heißt, ich habe hier keine Klimazonen, sondern Nein. Ich habe hier eine Klimazone. Oben ist es genau exakt so warm, 3% minus wie unten am Fußboden. Ja, der dritte Komponent ist die Luftfeuchtigkeit. Das verhindert, dass der Beton an Feuchtigkeit verliert. Und das steuern wir auch. Und der vierte Komponent ist dann die Temperatur, der dann halt eine erhöhte Temperatur beschleunigt diese Hydrationsreaktion im Beton und ermöglicht uns eine sehr viel höhere Frühfestigkeit als normale Anlagen. Das bedeutet auch, die Zwischenlagerung fällt weg. Dafür sorgen verschiedene Bauteile. Um die Wärme kümmern sich Fallleitungen und Luftkanäle. Die Zirkulationslüfter sorgen für einen nebelfreien Schiebebühnengang und das Eingangstor besitzt beheizte Hauben, die Tropfwasser verhindern. Und zusätzlich zu diesen ganzen Komponenten, die sich hier in der Kammer befinden, gibt es auch Komponenten, die draußen sind. Das ist unser Quadrix-Heizgerät und Luftzirkulationsanlage. Und das ist einmal unsere Befeuchtungsanlage sowie Schaltschrank und Steuerung. Was du gerade so schön geputzt hast. Was ich so schön geputzt habe, genau. Mit seinen vier Bestandteilen leistet Quadrix aber vor allem eins, es spart Kosten. Neben dem nicht mehr benötigten Zwischenlager werden auch weniger Bindemittel und Zement benötigt. Dennis ist jetzt neugierig. Er will die Anlage in Aktion sehen. Gesagt, getan. Michael führt ihn in die Kammer. Doch schon nach einigen Sekunden ist das Film unmöglich. Wow! Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass die Linse der Kamera immer wieder beschlägt. Das sieht man schon an der Kamera. Ja, das wird aber immer wieder passieren, bis sie sich angeglichen hat in die Temperatur. Das kann ich ja machen, ist ja gar kein Problem. Ist ja schön hier. So. Mit viel Geduld kämpfen sich die beiden bis zum Regal durch. Hier haben wir dann halt den Gang und hier unsere Leitungen, ja, mit den Öffnungen, wo man halt die Luftströmung hier spüren kann. Ganz, ganz leichte Luftströmung. Ja, und es ist wirklich... Alles trocken. Alles trocken. Alles trocken. Alles trocken. Quadrix leistet ganze Arbeit. In der gesamten Kammer ist es staubtrocken. Für Dennis stellt sich die Frage, wie hoch hier wohl die Luftfeuchtigkeit ist. Die Antwort dazu findet er beim Produktionsleiter. Der kann Quadrix von einem Kontrollhäuschen aus steuern. Ich war ja gerade in der Kammer, in der Klimazone sozusagen. Das war schön warm. Das war sehr schön warm, angenehm. Und ich wollte mal wissen, wie viel Grad und wie viel Luftfeuchtigkeit haben wir jetzt aktuell in der Kammer? Wir haben momentan 32 Grad Temperatur und haben eine Luftfeuchtigkeit von 98%. Das ist viel. Das ist ein sehr gutes Klima für Pflastersteine, um abzubinden.
Und das sieht jetzt so aus, als wenn es nicht große Arbeit macht. Es macht keine Arbeit. Dieses System läuft vollautomatisch. Ich kontrolliere das nur zwischendurch wieder mal, ob die Temperatur beibehalten bleibt, ob alles funktioniert. Mal nur ein Auge drauf werfen. Ansonsten haben wir damit keine Arbeit. Welch eine Zeitersparnis Quadrix bringt, zeigt Michael anhand eines Beispiels. So, Dennis, das ist jetzt der Unterschied zwischen einem nicht gestrahlten Stein und einem gestrahlter Stein. Ja. Also er kommt so frisch aus der Kammer nach 24 Stunden und wird dann gestrahlt und sieht dann so aus. Okay, und das Zauberwort heißt hier nach 24 Stunden und nicht nach 3 Wochen. Genau. Für Dennis geht ein spannender Tag vorbei. Bei Godelmann hat er vor allem eins gelernt: Quadrix spart Zeit und Geld. Die Steine haben eine höhere Qualität und können das Werk schneller verlassen als üblich. So, Michael, wir stehen jetzt hier am Endprodukt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Stein wäre, wäre ich stolz auf mich und stolz natürlich auf Kraft Curing für Quadrix und auf Godelmann, wo wir hier heute sein durften. Und wenn man noch mal weitere Informationen haben möchte, geht man auf www.kraftcuring.com. Kraftcuring.com, und dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich lade dich jetzt auch auf ein Stück Kuchen ein und dann sehen wir uns bald wieder. Danke, Dennis. Ciao. Ciao.